Ja, Tag 2 in diesem komischen, verschlafenen Hotelchen. Morning. Good morning, Nicole. Get any sleep? Ach, wie ein Stein. Ich habe gerade gelesen, wie ein Stern. I slept like a rock. I forgot my bed was so comfy. So, any news? What? Irving, Nicole, stranded up here. You snoozing? After a night of incomplete crossword puzzles, I wish I was. Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something and... But I... You didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. Meteorologists are predicting a peak real soon, probably tonight. You can't move, not just yet. In theory, what do you want to do? Ich denke lieber meine Grundbedürfnisse. I'm hungry. I'm gonna eat first, then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Yeah, I need to get something in my stomach or I won't make it out of here alive. You'll be forever grateful for baked beans. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Ivan sagt, dass es in der Vorratskammer oder im Kühlraum Bohnen gibt. So, Vorratskammer oder Kühlraum. Ich weiß nicht, ob wir da von der Küche aus jetzt reinkommen. Anscheinend ja. Ich kann es so nicht lesen. Wahrscheinlich ist das dieser kleine Raum, wo man von der Küche aus hinkommt. Die Frage ist jetzt nur, wo sind wir jetzt eigentlich? Es finde ich ein bisschen blöd gemacht, dass da zwar eine Liste drin steht. Das ist gut, das ist super. Also so eine Checkliste, aber dass nicht angezeigt wird, in welchem Raum wir uns jetzt eigentlich befinden. Ballraum. Wahrscheinlich, ja, Restroom ist es wohl auch nicht. Keine Ahnung. Es soll aber wohl anscheinend hier auf der Etage sein. Staff only Vorratsraum. Das kleine Ding hier? Oder gehört das jetzt auch dazu? Ist das jetzt auch wieder so eine Tür, die man nicht öffnen kann, oder wie? Seltsam, seltsam. Die kann man immer noch nicht öffnen. Acht. Ach, hier ist die Master Suite. Okay, das heißt, wir sind jetzt da oben in der Ecke. Wieso sind wir jetzt auf einmal in einer anderen Etage? Also müssen wir erstmal eins runtergehen. Und dann. Keine Ahnung. Dann kommen wir wahrscheinlich da oben aus. Dann müssten wir rechts rumgehen. Also erstmal eins runter und dann rechts rum. Das ist alles so ein bisschen, naja. Ich weiß auch nicht. Das sieht mir jetzt so aus. Stuff only storage. Ist auf jeden Fall die Küche. Nicole? Irving. Also Vorratsraum. How long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat.
Oh, definitely no mice or roaches. Pretty sure about that. I was thinking more like mold, bacteria, and such. You'll see. There's nothing to worry about. For a while, I hid an ant farm in the closet. I think Leonard suggested it. One morning, my bed was swarming with ants. You must have freaked out. My mother did. The ant farm ended up straight in the trash. Your career as an entomologist nipped in the bud. Didn't think I still remembered all these little things. Hmm. Tja. Mit Essen ist dann wohl nicht wirklich was, ne? Oder im Kühlraum. Wo ist denn der Kühlraum? Das ist jetzt eine gute Frage. Boilerraum. Ich weiß nicht, was Laundry heißt. Das eventuell ein Kühlraum sein könnte oder so. Da müsste ich noch eine Etage runter. Hm. Nee, Fridge müsste eigentlich der Kühlraum sein, oder? Die Frage ist dann nur... Moment, das sind zwei Türen und eine. Das ist die eine, das sind die zwei Türen. Da müsste ich hier raus und eventuell hier irgendwo wieder rein. Ich habe doch keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht der Weg, den ich meinte, glaube ich. Das ist die Küche. Okay, da bin ich anscheinend schon mal gewesen. Ah, das sieht gut aus. Okay. There's some food, but it looks moldy. Weird. I didn't expect that. There's a freezer. Take a look there. Okay. Ach so, das hier ist... Ja, wie komme ich denn da hin? Also von der Küche, wie man es jetzt eigentlich erwartet hätte, anscheinend nicht. Da komme ich wieder hoch. Da bin ich dann nämlich reingegangen. Ja, das ist die Küche. Das ist der Vorratsraum gewesen. Da muss ich aus der Küche raus und direkt links. Ach so, dann bin ich hier erst bei der Küche. Das ist genau. Ui, okay. Eieiei. Enjoy. Genau. Okay. Oh. Scheiße. Hey. You kidding? Dein Ernst? Hä?
I almost forgot. There might be a problem with the fridge door. Just make sure it doesn't close. Are you fucking with me? No. Wait, what did I say? It would have been more useful to know that before I got locked in. Oh, holy shit, I'm a freaking space cadet. Yeah, I could have died in there. Also ich glaube, jetzt wäre ich auch ein bisschen angepisst gewesen. So, die Mikrowelle könnte nützlich sein, um die Bohnen aufzuwärmen. Ja, dann sollte ich vielleicht wieder zurück zur Küche gehen. Eieiei. Ist das kompliziert, hier einen Tag durchzuhalten, ehrlich. Beziehungsweise, die hat jetzt erst nach 3 Tagen überhaupt erst angefangen, was zu essen. Oder möchte erst was essen. Wo ist denn diese scheiß Mikrowelle? Bist du eine Mikrowelle? Ja. Komm, mach. Nein, wir haben kein Standbild. Wir wissen nur nicht, wann diese Mikrowelle endlich fertig sein wird. Sie ist fertig. Okay, Tischmanieren haben wir offensichtlich nicht, weil wir schlürfen irgendwie die Suppe oder was das sein sollte. Aha. Sorry to interrupt your continental breakfast. I got a hold of Mr. Jenkins, the attorney. I'm only taking good news today. Otherwise, let me eat. Up to you. Thought you'd like to know. Oh, come on. He called 911 after just a mile. I'm just gonna hole up in my room and cry, if that's okay with you. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Here it is. He says to... this is a swear word and you don't need to hear it. Nicole, at this point start assessing the general conditions of the hotel and your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please. Only call me if you've got good news. Mit dem zweiten Stock sollen wir anfangen, okay. Frage ist nur, wie kommen wir jetzt am schnellsten in den zweiten Stock? Ich weiß ja jetzt überhaupt nicht mehr, wo die Treppen waren und nichts. Im ersten sind wir schon mal. Ah, hier ist was. Okay. Habe ich gerade jemanden gehört? Oh je. Oh je, oh je. Moment. Hä? There's some serious water stains on the second floor. That floor is pretty run down. There's some windows missing and water damage too. Yeah. Ja, ich würde mal sagen, da das das Stockwerk vom Museum ist, dass wir hier wohl erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann am besten in der nächsten Folge sehen werden, weil ich könnte... Habe ich mich gerade schon. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass die Sache mit dem Museum doch ein bisschen größer ist, weil laut der Karte ist das doch ja ganz schön viel, was wir da noch durchsehen können. Ich sehe euch dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.